Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mit Textilfarbe probieren, ob wir die Plastikteile einer Motorsäge schwarz färben können. Viel Spaß dabei! Ja, dazu verwenden wir ganz normale schwarze Textilfarbe, die ihr in ja, jedem Drogeriemarkt bekommen könnt. Ich habe das schon gesehen, einer hat schon mal ein Video dazu gemacht, da hat es funktioniert. Ob es jetzt hiermit funktioniert mit den Plastikteilen, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was für ein Plastiktyp da verwendet wird. Deswegen probieren wir es einfach mal aus. Im ersten Schritt mache ich die jetzt erstmal komplett sauber und ja, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier mal so einen alten Starter noch mit rausgekramt. Zum Test machen wir das einfach auch mal mit. So, die Teile sind sauber. Als nächstes müssen wir die noch mit Bremsenreiniger entfetten und dann geht's weiter. So, nebenbei habe ich hier schon mal meine Kochplatte vorbereitet und einen Eimer mit Wasser. 60 Grad soll das Ganze ungefähr haben. Das lasse ich jetzt schon mal ein bisschen aufwärmen und ja, macht das am besten draußen, wenn ihr euch mit eurer Frau nicht verscherzen wollt. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Dann könnt ihr wenigstens ein bisschen rumschmattern. So, dann schütten wir das Zeug da jetzt mal erstmal rein. Ich habe jetzt hier so gute 4 Liter Wasser vorbereitet. Lassen uns das erstmal auflösen. Ich habe hier mal so einen alten Stiel, um das mal einmal ordentlich durchzurühren. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich auch schon, warum ich gesagt habe, macht das draußen. Weil dieser Dampf dann wegzieht und nachher nicht, dass da noch Ärger gibt. Das wäre schlecht, ne? So, von daher lassen wir das jetzt mal einmal ganz kurz ein bisschen an sich auflösen. Und dann geben wir da die Plastikteile zu. So, dann machen wir jetzt weiter mit den Teilen. Ich schmeiß die da jetzt einfach mal so rein. Mal sehen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich das will, dass die auch komplett runtergehen. So, das Ganze lassen wir jetzt mal so 50 Minuten bis eine Stunde köcheln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die ersten 50 Minuten sind rum. Ein bisschen schwarz hat es schon angenommen. Ich lasse es jetzt einfach nochmal weiterziehen und gucken wir mal, was passiert. So, Zwischenstand nach einer Stunde. Also ich bin da gar nicht so überzeugt von, ob das jetzt noch was wird, aber ich lasse es jetzt einfach nochmal weiter kochen und ja, dann sehen wir uns später wieder, wenn ich dann mal ein Endresümee zumache. So, wir befinden uns jetzt so in Stunde 2. Langsam nimmt das Ganze Farbe auf und ja, ich lasse es jetzt einfach mal weiterziehen, würde ich sagen. So, ich habe das Ganze jetzt so gute 2,5 bis 3 Stunden köcheln lassen. Lass es jetzt über Nacht auskühlen, so wie es in der Beschreibung auch steht. Und dann, ja, wollen wir morgen früh mal gucken, wie das Ganze denn nun aussieht und ob es geklappt hat oder halt auch nicht. So, wir haben jetzt einen Tag später, die Teile sind abgespült und getrocknet. Und ja, sieht selbst, also ein bisschen schwarz haben sie angenommen, ja, aber so hundertprozentig zufrieden bin ich damit noch nicht. Da werde ich mir noch was anderes einfallen lassen müssen. Auf jeden Fall eine gute Idee. Scheinbar vielleicht liegt das auch daran, dass das Plastik schon so alt ist, dass das nicht mehr aufnehmen kann oder so. Ich weiß es selbst nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, der Versuch zählt und ja, würde ich sagen, lasst mir wie immer gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!